Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Herr Minister Pistorius, es wurde bereits vorgetragen, die Durchsicht des Protokolls der 55. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Sport vom 12.07. diesen Jahres auf Seite 7 und die Rücksprache mit meinem Kollegen Herrn Stefan Henze, der mich in dieser Sitzung vertreten hat, sowie der Vergleich mit dem Protokoll der 56. Sitzung des Innenausschusses vom 8.08.2019 auf Seite 8 werfen Fragen auf. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Dr. Gente dafür danken, dass ihm dieser Widerspruch aufgefallen ist. Denn laut Protokoll der 55. Sitzung gab Herr Brockmann, der Polizeipräsident, an, ich zitiere, ich selbst hatte Herrn Minister Pistorius Anfang Juli mündlich grob vorab über den Sachverhalt unterrichtet, Zitat Ende, gemeint war das Verschwinden einer Maschinenpistole vom Typ MP5. Während Minister Pistorius am 12.07. zu Protokoll gab, mir sind keine weiteren Vorkommnisse bekannt, die von den Sicherheitsbehörden dem Innenministerium hätten gemeldet werden müssen oder können oder worden sind. Zitat Ende. Sehr verehrter Herr Minister, es stellt sich mir an dieser Stelle die Frage, ob Sie den Polizeipräsidenten Herrn Axel Brockmann nicht als Vertreter einer Sicherheitsbehörde ansehen oder der Verlust einer Maschinenpistole für Sie kein sicherheitsrelevantes Ereignis ist. Oder ob Sie, so wie die FDP es in Ihrem Antrag formuliert, die Unwahrheit gesagt haben und damit gegen Ihre verfassungsrechtliche Verpflichtung verstoßen haben, die Fragen der Mitglieder des Landtages nach bestem Wissen zu beantworten. Die AfD-Fraktion erwartet deshalb dringend die Antwort zur Klärung dieser Frage. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion der Abgeordnete Jens Nacke, bitte.